Hallo Welt, da sind wir wieder, hier auf unserem Planeten, in unserer Höhle und bei den gefährlichen Pflanzen. Wir suchen aber irgendetwas Vergrabenes, sollte hier sein, eine vergrabene Technologie. Oh oh. Sowas können die? Die da auch? Und noch eine. Ja, ja, die gefährlichen, die dürfen wir bestimmt kaputt machen. Ach, da haben wir sogar Natrium rausbekommen. Wie lagern wir das dann auf einmal wieder? Und ist das hier vielleicht gefährlich? Nein, das ist nur Gras oder sowas. Aha. Ja, wunderbar. Ja, ja, Inventar voll. Zum Glück werden wir nicht langsamer jetzt. Ja, es sollte hier eine vergrabene Technologie ja sein, aber die haben wir irgendwie nicht finden können. Da. Schade. Natriumansammlung. Aber wir können nichts mehr tragen. Außerirdisches Artefakt. Achso, ja, das ist aber noch weit weg. Ja, so viel zum Erkunden der Höhle in dieser Folge. Ja, damit sind wir dann durch. Aber die Folge geht noch weiter. Also, wenn wir das hier nicht schießen können, dann kommen wir da nicht durch. Nochmal, wo ist das? Da. 35 U nur noch. Aha. Gesundheitsstärkung. Kupfersammlung. Unterirdisches Relikt. Oh. Gesundheitsstärkung? Wo war das? Ach so, nee, das ist da hinten versteckt. Aha. Und wir können nichts tragen. Ja, schleunigst zurück zum Raumschiff. Aber ganz schnell, zackig. Oh, ja, schön. Die sind ja fies, diese Pflanzen. Sind das die überhaupt? Ja, scheinbar. Noch sowas Fieses irgendwo lauert hier. Oh ja, einige. Irgendwas wundert sich, glaube ich, über uns. Und unsere Waffe ist leer. Unsere Abbauer. Neuer Anleitungseintrag. Wächter, mehr erfahren mit P. Okay.
Oh, Terrainmanipulation. Hier haben wir es doch. Terrainmanipulator bauen und beherrschen. Aha. Ja, so kommen wir dann wenigstens weiter. Beim Terrainmanipulator handelt es sich um einen fortgeschrittenen Multiwerkzeugaufsatz, mit dem der Benutzer sich durch den Untergrund graben kann. Ah, siehe da. Der Terrainmanipulator wird mit metallischen Elementen aufgeladen. Mit fortgeschrittenen Metallen erreicht man eine höhere Ladung. Der Terrainmanipulator zerstört standardmäßig den Boden, wenn er abgefeuert wird. Im Schnellmenü kannst du in den erweiterten Schockschwere Not. Gibt es hier Schafe? Das war super laut für mich. Das muss ich mir nachher mal auf der Aufnahme anhören, ob das da auch drauf ist. Aber irgendwas ist, glaube ich, schiefgelaufen jetzt beim Rendern. So habe ich das Schaf noch nie gehört, sonst. Okay. Kannst du in den erweiterten Bearbeitungsmodus schalten und so weitere Optionen zum Bauen aktivieren. Ja, Terrainmanipulator bauen also. Da brauchen wir die Wasserstoffgelee und Kohlenstoff-Nanoröhren. Außerdem, ja, das wär's. Die Wasserstoffgelee sollten wir am Raumschiff dann schon herstellen können. Doch erstmal gucken wir uns hier um. Ich dachte, ja gut, Terrainmanipulation. Ich dachte, wir würden irgendetwas über die Wächter jetzt erfahren, dachte ich so. Ja, da hinten ist schon wieder so ein Ding versteckt. Ja, dann kommen wir an die unterirdischen Sachen ja sowieso nicht dran. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal zurückzukommen. Das ist ja umfangreich hier. Ja, es hat keiner das Gegenteil behauptet. Zurück zum Raumschiff da. Boah, wir gehen aber schnurstracks dorthin. Das heißt, gefährliche Pflanzen, die umgehen, versuchen wir zu umgehen. Ach so, und wir gucken mal ins Inventar. Was können wir denn überhaupt noch mitnehmen? Das ist voll. Also Koprit. Ach so, können wir doch noch ein paar sammeln. Haben wir ja noch einen zweiten Stapel da. Die Wasserstoff. Können wir auch noch ein bisschen was sammeln. Hier haben wir noch Tetrakobalt. Ach, hätten wir in der Höhle eigentlich viel von sammeln können, meine ich. Verrostetes Metall ist auch voll. Da haben wir hier sogar... Ach so, da haben wir noch einen zweiten Stapel angefangen. Also davon könnten wir auch noch was mitnehmen. Chlorgitter. Da haben wir eins gerade mal. Oh, davon hätten wir aber noch vier mitnehmen können. Ja, egal. Wir bringen das erstmal in Sicherheit. Und gucken uns das Wasser da unten auch mal an. Das ist ganz schön weit weg, unser Schiff. Das sieht jetzt nur so aus, als ob das hinterm Berg wäre. Vielleicht können wir damit ja hier hinfliegen. Vorsichtig. Zu den Höhlen. Höhlen sind doch immer gut, oder? Da findet man doch meistens irgendwas Interessantes in Skyrim. Den Raumanzug, das heißt, wir können ja schwimmen. Moment, müssen wir eigentlich zurück? Ja, wir haben dieses Gerät nicht dabei. Dieses Raffiniergerät. Nee, das ist bei weitem nicht hier hinter dem Hügel. Wobei, wir sind ja außenrum und zickzack gelaufen. Also es könnte durchaus doch hier sein schon. Jahrhunderte alt.
Oh, das pflücken wir. Haben wir schon gepflückt. Oh. Ich komme mir hier ganz schön beobachtet vor durch diese Wächter überall. Ich meine, wenn die uns helfen würden, wenn wir in Not sind, dann wäre das ja eine andere Geschichte, aber so beobachten die, glaube ich, nur. Jetzt können wir alles voll machen. Hey, Moment, das sind ja ganz andere Tiere. Hochintelligent? Sie fressen Gras? Okay. Okay, dann kommt mal her, meine Klugen. Die sind zu schlau. Kohlenstoff wollen sie essen? Ach so, können wir nicht mal einsammeln, ja. Projektilmunition jetzt auch voll? Ah. Ja, solange das noch passt alles. Atlas Pass V1. Und die kommen ja nicht so nahe, sind zu intelligent, als dass die uns trauen würden, oder? Die sind zu schlau. Aber Wissen können wir noch mitnehmen. Konvergenz haben wir gelernt. Okay, die haben wir schon mal gefüttert. Die sind alle friedlich.
Ferritstaub geht ja noch. Oh. Haben die sich vermehrt? Sternendorn. Wow. Ja, da sind wir doch hier schon in Sicherheit. Und außerdem sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ein Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.